Heute mit Acting Voice. Wer niemand geringeres als eure Kinder, eure Schwestern, eure Brüder. Noch was? Danke, danke. Genau. Bei uns ist der Eintritt immer frei, aber da ihr ja die Künstler gerne unterstützen wollt, geben wir euch die Möglichkeit, nach der Veranstaltung den Künstlern eure Wertschätzung materiell auszudrücken. Und zwar geht der Kulturbeutel herum. Was ihr hier reintut, geht zu 100% an die Künstler. Wie das aufgeteilt wird, das lege ich dir jetzt ans Herz. Genau. Wir nehmen da nichts raus, geht zu 100% an Acting Voice und somit auch wieder an die Künstler. Wenn ihr sagt, was ist der Anhaltswert, das ist auch eurem Herzen überlassen. Ja, vielen Dank. Andreas, vielen Dank, dass wir wieder hier sein dürfen, in diesem wirklich sehr schönen, sehr gemütlichen Kulturkeller. Wer vor 2 Jahren auch schon hier war, erinnert sich vielleicht, dass wir da schon ein sehr schönes Konzert hatten. Wir hatten einen super Probentag eigentlich, und wissen, das wird heute Abend auch wieder sehr schön. Wir haben sehr einfach die Leidenschaft zum Thema erklärt heute Abend, weil Leidenschaft ist es ja eigentlich, die einen dazu bringt, das zu tun, was manche Menschen als Luxus bezeichnen, nämlich Musik zu machen, zu singen. Es gibt von Richard von Weizsäcker ein Zitat, wo er sich wundert, dass er sagt, dass man Kultur immer subventioniert, also dass das Wort dafür existiert, weil bei Straßenbau würde man das auch nicht sagen, den würde man ja auch brauchen. Wir sind auch der Meinung, man braucht Musik ganz dringend, und ich glaube, die heute Abend auftreten, denken das auch. Und jetzt mache auch ich nicht mehr viele Worte. Ich freue mich, dass wir von Acting Voice so ein tolles Programm präsentieren können. Es gibt uns jetzt seit 2011, und ich glaube, was wir hier zeigen, kann sich sehen lassen. Jetzt sage ich eigentlich nur noch Bühne frei. Ich habe dann nur noch die Lieder anzusagen und auf diese Kiste zu hauen. Den Rest erledigen die anderen Leute. Und ich kündige damit auch schon an, wir beginnen sehr früh in der Musikgeschichte im Barock. Wir beginnen mit Torelli und einer Arie. Tu lo sai, bitte Hanna auf die Bühne. Thank you.
They can tell something is wrong, and I got don't belong. Well, staring through a window, standing outside, they're just too happy to care tonight. I wanna be like them, but I'll mess it up again. Tobias Frau am Cajon. So, wir wechseln das Genre. Wir kommen zum Musical. There. Out in the darkness, a fugitive running, falling from grace, falling from grace. God be my witness, I never shall hear.
gerauscht ist. O heller, wilder Fluss, wie still bist du geworden, gibst keinen Abschiedsgruß. Sturm und Tag.
Schön im Hintergrund und mit viel Engagement, und dafür kann man hier ja mal kräftig Danke sagen.